aus mehreren Sachen. Wie schon angekündigt, werde ich jetzt an den nächsten folgenden Videos zeigen, wo bekomme ich jetzt Assets her, wenn ich sie denn halt nicht selber mache. Das Naheliegendste ist, wir sind bei Unreal. Unreal ist über Epic Games und Epic Games hat seinen eigenen Marketplace, wo ich ganz, ganz, ganz viel Stuff mir einfach aus der Bibliothek runterladen kann. Kostenlose Sachen, kostenpflichtige Sachen, nicht nur Assets, es gibt Texturen, es gibt Materials, es gibt Plugins, alles Mögliche. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Und ich zeige euch, wie man jetzt halt verschiedene Sachen einfach importiert aus dem Marketplace. Dazu müssen wir jetzt erstmal in den Launcher. Ich habe mir den einfach auf dem Desktop gepackt. Und natürlich, wo haben wir es? Unreal. Und hier haben wir neben Erlernen auch unseren Marktplatz. Und hier werden wir schon gleich mit den neuesten mit dem neuesten Angeboten kontaktiert. Sagt, es gibt günstige Sachen, es gibt teure Sachen. Es gibt alles Mögliche. Alles, was das Herz begehrt. Es gibt Angebote, auch die kostenlos sind. Und ich nehme jetzt einfach mal, weil Pflanzen können nie schaden. Pflanzen sind super. Pflanzen braucht man eigentlich fürs Environment immer. Es ist immer irgendwo Pflanzen. Außer man macht durch den Innenraum. Aber ich bin ein Freund von Pflanzen. Ich nehme die Pflanzen. Hier Preis 0 Euro von 61 Sub runter von Nature Manufacture. Danke schon mal von dir. Einfach Add to Cart. Zack, er ist hier in unserem Köfferchen drin. Mal gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes auf der ersten Seite finden, was vielleicht kostfrei ist, weil ich habe es halt nicht so mit Kohle. Auch wie in jedem normalen Laden, alles was ihr euch bestellt, landet erstmal hier in unserem Einkaufswagen. Wir schauen uns noch mal kurz weiter um. Wir können hier browsen, je nachdem, was wir denn suchen. Es jetzt haben wir eigentlich schon welche gefunden. Ich nehme auch noch mal eine Animation mit, dass wir die importieren. Ja, Animation. Auch hier könnt ihr sagen, okay, ich suche halt hier irgendwas Bestimmtes für alles Mögliche. Ich möchte halt was Gratis haben. Und Plattform ist mir jetzt erstmal Schnuppe. Ich nehme einfach mal so ein paar Mocap Basics. Die add ich auch zur Karte. Die sind auch hier. Was haben wir noch so? Auch Blueprints. Wie gesagt, hier gibt es alles Mögliche. Mit Blueprints werden wir uns später auch mal beschäftigen. Die sind sehr, sehr praktisch. So, wie gesagt, ich habe jetzt mir ein paar Sachen rausgesucht. Ihr könnt euch hier alle in Ruhe umsehen. Ihr könnt euch Sachen kostenlos holen. Ihr könnt euch Sachen kaufen. Wichtig ist, wie bei allen Sachen, wenn ihr euch irgendwas Externes holt, hier stehen überall Namen dabei. Seid so freundlich, wenn ihr irgendwas veröffentlicht, tut den Leuten auch den Gefallen, packt die in die Credits, macht euch irgendwie eine Assetliste oder so weiter und packt einfach die Dudes hier rein, wer das alles gebastelt hat. Ist keine Pflicht, aber ist halt eine schöne Geste. Einfach zu sagen, hier, ich habe das mit Hilfe von dem und dem gemacht. Weiter geht's, wir wollen unseren Stuff kaufen. Alles kostet mich jetzt halt nichts. Checkout. Bestellung wird geladen. Bestellung abschicken. Danke, bitte. Und ihr kriegt auch die Kaufbestätigung, wie ihr gesehen habt, nochmal als E-Mail. Die Rechnung halt kommt per E-Mail. Ist immer schon schön. So, jetzt soll der Stuff ja bei uns in die Engine rein. Jetzt sind wir in unserer Bibliothek. Hier unten haben wir diese ganzen Sachen, die wir gekauft haben. Wie ihr seht, ich habe halt schon ein bisschen mehr gekauft. Und die wollen wir jetzt unser Versehen hinzufügen. Wichtig auch, nicht alle Teile solltet ihr vielleicht vorher gucken, bevor ihr was runterladet, ob das auch für eure Engine-Version passt. Wir haben ja für unseren Testground die 425er. Dann gucke ich mal, können wir die Tiere? Nee, natürlich nicht. Aber unseren Drachen. Ich füge einfach mal dem Drachen hinzu. Einfach anklicken, das wollen wir haben, hinzufügen. Kann ich meine Mocaps, die kann ich da auch hinzufügen. So ein bisschen, das kann ich auch hinzufügen. Ja, so. Ich habe jetzt erstmal meine verschiedenen Sachen jetzt einfach mal reingeladen. Wir sehen uns dann auch gleich in der Engine. So, okay. Jetzt sind wir wieder zurück in unsere Engine. Wie wir sehen, wir haben hier einige Ordner mehr. Da ist unser Content drin, den wir gerade importiert haben.
gehen wir jetzt hier unseren tollen Drachen, den würde ich mir gerne anschauen. Das war eine Animation. Auch hier alle schön sortiert. Wer immer den gemacht hat, hat echt anscheinend gute Arbeit geleistet. Auf jeden Fall erstmal auf den ersten Blick. Was nehmen wir denn? Ich hätte ihn ja gern fliegend. Der sieht fliegend aus. Ich möchte nicht geschlagen. Aber hier. Und ihr müsst auch bedenken, umso mehr Stuff ihr reinladet, umso länger braucht die Engine beim Agieren. Ihr solltet es also nicht zu übertreiben und auch ein bisschen gucken, was ihr runterladet. Manche Sachen können echt ein bisschen heavy sein. Maps an für sich brauchen wir nicht unbedingt. Das sind ja weitere Level. Müsst ihr gucken. Ihr könnt auch wieder das Zeug, was ihr nicht braucht, rauslöschen. So habt ihr wieder ein bisschen mehr Speicherplatz und eure Engine funktioniert ein bisschen besser. So, jetzt wollen wir aber den mal. Play. Ah, oh, wie schön. Ein cooler Drache. Da fliegt er. Da lassen wir noch mal fliegen. Jetzt bin ich so langsam. Ja, und so haben wir halt alles, was wir runtergeladen haben. Hier haben wir die Mocaps, die Animationen. Hier lassen wir mal einen laufen. Go-to-Motion. Machen wir nehmen einfach mal hier. Kollege. Komm, wir lassen auch noch mal kurz laufen. Wo auch immer ein Kollege hin will. Alles funktioniert. Ja, sei wenn ihr generell gilt, wenn ihr euch was runterladet, ihr müsst ein bisschen gucken, ihr ladet das für die Game Engine runter. Dass es halt auch wirklich Sachen sind, die in der Game Engine funktionieren, dass die Polycounts nicht so hoch sind. Umso mehr Polygon hat, umso mehr Arbeit hat die Engine damit. Auch mit Texturen, dass halt Texturen benutzt werden, die halt auch schön aussehen, aber wo die Textur nicht zu ultra groß ist, wo die ein bisschen clever gemacht ist. Es bringt euch nichts, wenn ihr halt auf einer Fläche eine 8K-Textur habt. Oder es würde auch mit einer 2K-Textur funktionieren. Ihr habt halt jede Menge Speicherplatzverbrauch für die Textur allein, ohne dass halt Gameplay dazugekommen ist oder so weiter. Oder ihr ärgert euch, wenn ihr halt nur eine schöne Szene machen wollt. Und ihr habt riesige Texturen drin, alles hängt ohne Ende, da vergeht einem schnell der Spaß. Man muss immer ein bisschen gucken, ein bisschen optimieren, was man denn nutzen möchte. So, aber das war's jetzt erstmal für den Marketplace. Ihr kauft euch das einfach, ladet das in eure Engine und platziert das, wie ihr lustig seid. Und guckt halt ein bisschen, wie gesagt, ihr könnt euch Sachen rauslöschen, die ihr nicht braucht, einfach um auch ein bisschen Speicherplatz zu sparen. Auch hier speichern. Und ja, dann sehen wir uns später beim nächsten Video, wo wir uns die nächste Seite angucken, wo wir jetzt SSR bekommen können.